Ich hasse es, um 6 Uhr morgens aufzustehen und trotzdem werden wir es bald wieder alle müssen. 6 Wochen Sommerferien sind einfach fast vorbei und die Zeit verging wie im Flug. Aber in 1,5 Wochen geht's wieder mit Schule los und dann heißt es wieder jeden Tag um 6 Uhr morgens aufstehen. Und ich kann auch nicht der Einzige sein, dem das einfach zu früh ist. Ich finde es einen totalen Wahnsinn, dass ich meinen jüngsten Sohn um die Zeit für die 1. Klasse wecken muss, weil ich jetzt schon weiß, er wird todmüde sein. Und ihr braucht mir nicht in die Kommentare schreiben, ja dann geh halt eher ins Bett. Nein, Kinder sind keine Erwachsenen, Kinder sind anders. Und der Biorhythmus und Organismus von Kindern ist nicht dazu gedacht, dass sie so früh aufstehen müssen. Dazu gibt es übrigens unzählige Studien. Aber ich bin selber auch so ein Typ. Ich kann bis tief in die Nacht rein arbeiten, irgendwas machen. Aber früh aufstehen, das ist absolut nicht mein Ding. Aber da werden wir jetzt durch müssen. Ich freue mich aber auch, dass die Jungs endlich wieder ihr Fußballtraining haben, denn das haben sie schon vermisst die letzte Zeit. Und da die nächsten Ferien ja auf jeden Fall kommen, bin ich schon mal in der Planung dafür. Nachdem wir jetzt 2 Wochen in Schottland so aktiv waren, wird der nächste Urlaub wahrscheinlich Sonne, Strand, irgendwas. Und ich habe schon meiner Freundin im Reisebüro geschrieben, dass sie für mich schaut, wo es im Oktober noch schön warm ist. Wenn ihr da Tipps habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Und lasst mich auch gerne wissen, ob ihr eher Frühaufsteher seid oder ob ihr wie ich lieber länger liegen bleiben würdet. Bei mir war das übrigens schon wirklich immer so.